Einen schönen guten Tag, ihr liebe Leute von nah und fern und schöne Grüße aus dem schönen Westerwald. Ja, wie ihr der Überschrift schon entnehmen könnt, geht es um eine neue Rasse, eine neue Zuchtlinie oder eine neue Rasse bei den Dorperschafen im Westerwald. Und wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine, dann bleibt dran. Ja, wie ihr ja alle wisst, haben Dorperschafe einen schwarzen Kopf, rein schwarzen Kopf und einen schönen weißen Körper, mit weißem Fell natürlich. Und einige von euch wissen vielleicht auch, hallo Schaf, dass es die White Dorper gibt. Die sind dann ganz rein weiß, also auch mit einem weißen Kopf. Und vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen, der kann ja mal danach googeln. Wir haben ja bisher immer standhaft treu und gerne unsere, wie soll ich sagen, Standard-Dorper gezüchtet. Und jetzt kommt was Neues dazu. Und das möchte ich euch dann jetzt zeigen. Achtung, Ironie an. Ta-da-da-da! Da, dieses Lamm, wie ihr seht, hat viele schwarze Flecken. Leider kann man es jetzt gerade so in dem etwas höheren Gras nicht ganz so gut erkennen, aber es hat überall schwarze Flecken und das ist die neue Züchtung, die neue Zuchtlinie. Das ist das bunte deutsche Edeldorper-Schaf. Und wir, meine Frau und ich, dahinter ist noch eins mit einem schwarzen Punkt, das ist schon das zweite. Wir sind die, die damit anfangen und nach vorne brechen und die neue Linie züchten mit allen Vorteilen, die in der Schafzucht so möglich sind. Jetzt laufen sie auch noch weg. Wissenschaftlich erwiesen, dass das das beste Lammfleisch gibt und dass die gar nicht anfällig sind gegen Parasiten. Die kriegen keine Magen-Darm-Würmer und keine Harlinge und keine Kokzidien. Und die Klauen brauchen wir auch nicht schneiden. Die haben so einen harten, langsamen Klauenwuchs. Die laufen die sich selber ab und die Haare verlieren sie ja sowieso und kriegen super Schlachtkörper. Das ist die neue Linie, das bunte deutsche Edeldorper-Schaf. Und wer sich dafür interessiert und damit mitzischen möchte mit uns und die Linie aufbauen möchte, der kann sich an uns wenden und mit uns alles weitere besprechen. Die Punkte sollen überall am Körper dann mal verteilt sein. Und individuell jedes Schaf eigene Punkte auf der eigenen jeweiligen Stelle überall verteilt sitzen, wie bei den Holland-Checken, bei den Ziegen und so, dass man das so erkennt. Ja, so viel erstmal bis hierher. Ja, hier sind natürlich die Lämmer wieder zu sehen. Und wie gesagt, ein bisschen schwer zu erkennen, da sieht man, dass es das gepunktete Schäfchen ist, Lämmchen. Aber ich muss sagen, ich muss gestehen, Achtung, Ironie aus. Es war natürlich ein Witz. Ich wollte mir mal einen kleinen Spaß erlauben. Und natürlich züchten wir keine neue Dorperlinie und auch keine neue Schafrasse. Wir haben auch keine andere Schafrasse gekauft. Es ist einfach eine Fehlkonstruktion der Natur, dass dieses Schaf lauter schwarze Flecken hat am Körper, das andere Schaf hat einen großen schwarzen Flecken und die standen gerade zusammen und meine Frau war auf den lustigen Namen bundesdeutsches Edeldorper-Schaf gekommen und da habe ich gesagt, da müssen wir ein Video von machen. Ja, es ist natürlich nur eine Ausnahme, damit wird nicht weiter gezüchtet. Wahrscheinlich nicht, schauen wir mal, aber es ist kein Premium-Zuchttier, nehme ich mal an. Und es sollte ein Gag am Rande werden und vielleicht für den einen oder anderen Dorper-Schafzüchter ein kleiner Schocker. Ja, ein bisschen Spaß muss sein, auch in guten und in schlechten Zeiten. haben wir ja alle schon mal gehört. Und deswegen war das mal gerade so ein kleines, lustiges Thema am Rande. Und dann bedanke ich mich bei dem aufmerksamen Zuschauer, der bis hierher geschaut hat. Vielleicht war es ein bisschen informativ und interessant und will nochmal betonen, es war ein Witz, es gibt keine neue Dorper-Schafrasse und das mit dem Klauenschneiden und mit den Magen-Darm-Würmern und Harlingen war alles frei erfunden, aber das wisst ihr ja dann jetzt und dann sage ich zum Schluss wie immer, gehabt euch wohl und ich wünsche euch was, tschüss.